Hallihallo und herzlich willkommen zur 17. Folge Stalker Shadow of Chernobyl mit mir, dem Landed, der RMA-Erweiterung. Und ja, in der letzten Folge haben wir unglaublich viele starke Mutanten getötet und wie es weitergeht, sehen wir natürlich jetzt. So, hier haben wir schon einen Einzelgänger, nämlich der gute Oh, alte was da? CK. Es ist so dunkel, dass ich nichts sehen kann. Überall diese Viecher, warum habe ich mich überhaupt darauf eingelassen? Was ist mit dir? Wie bist du hierher gelangt? Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Ich möchte so schnell wie möglich von hier verschwinden. Sagen wir, da ich nicht möchte, dass der Typ unseren Auftrag hier erledigt, deshalb sagen wir ihm, dass wir rein zufällig hier sind. Du hast doch hier nichts Erwähnenswertes gefunden, oder? Man sagt, es gäbe hier ein paar Informationen über wissenschaftliche Experimente. Das wäre schon eine Menge Geld wert. Nein, habe ich nicht. Ach ja, und was, wenn du etwas anderes denkst? Versteckst du vielleicht etwas von mir? Nein. In Ordnung, dann verschwinde. Wenn du etwas finden solltest, ich bin hier. Ich werde es im Hinterkopf behalten. So, die Dokumente kriegst du nämlich nicht. So. Und im normalen Hauptspiel ist der Typ nicht vorhanden, deshalb hat es mich das erste Mal sehr überrascht, dass es sowas gibt. Einfach jemand, der dir, ja, deine Arbeit abnehmen will, indem er dir, ja, indem du ihm hier die Informationen gibst. So. Ich weiß leider schon, wo die Militär sind, deshalb, ja, wird's lustig. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, Dankeschön. So, und der nächste versteckt sich hier hinter der Wand. Oder auch nicht. Und da habe ich eben gedacht, hier wäre noch ein Blutsauger, aber wo soll der denn herkommen? So. Okay, das ging schneller als gedacht. Und irgendwie habe ich langsam das Gefühl, das Spiel merkt sich, wo man was gemacht hat, weil der Typ würde eigentlich hier hinten sitzen. Und ja, er saß nicht dort hinten. Deshalb, ja, war es komisch. Außerdem hat er sich dort befunden, wo ich ihn das letzte Mal getötet habe, vor dieser Aufnahme. So, das wäre auch der letzte Militär hier unten gewesen. Eine Splittergranate, wunderschön. Und damit den nächsten Bereich betreten. Damit hätten wir eigentlich so gut wie unseren Weg aus dem X18 gemeistert. Und was uns gleich erwarten wird, werdet ihr sehen. Ich werde ein bisschen brauchen, bis ich wieder zum Reden komme, denn es wird sehr viel durcheinander sein. Ihr werdet es gleich merken. So, ja, das wird noch ein bisschen so weitergehen. Erstmal erfahren wir, dass wir hier weiterhin gejagt werden, dass die paar Militärs unten im X18 nicht die einzigen waren. Auch jetzt gebt doch mal Ruhe. Und dass der Barmann weiß, dass das dunkle Tal abgeriegelt wurde und wir werden uns jetzt erstmal den Weg hier rausballern. Nummer 1. Das war Nummer 2. Dankeschön.
Oh, der hat seine Waffe auf seinen Oberkörper, das sieht mal cool aus. So, wunderschön. Einer weniger. Und hier oben gibt es gleich noch ein Versteck, das wir mitnehmen. Einmal nachladen. Und von hier oben aus, wenn wir leider nicht in der Helikopter sind, denn der versteckt sich außerhalb der Karte. Den werden wir erst später zu Gesicht bekommen. So, als nächstes hätten wir hier einen Banditen, ne? Warum der auch immer hier liegt, aber er hatte eine Panzerfaust bei sich. Und bevor es jetzt erstmal weitergeht, ihr seht, ich bin schon überladen, schmeißen wir erstmal ein bisschen was weg, denn wir werden noch einiges hier finden. So, na, das wollte ich nicht. So, einmal bitte umsortieren. So, die ist voll, die behalten wir. Die lassen wir auch noch hier entladen, fallen lassen, fallen lassen. So, da haben wir einen kleinen Waffenhaufen und ja, es sind noch sechs Militärs hier. Wir öffnen erstmal die Kisten, in denen sich nichts versteckt und als nächstes töten wir erstmal die Militärs hier unten. So wunderschön positioniert haben. Dankeschön. So, jetzt schauen wir noch mal hier vorbei. Hier sind nämlich noch weitere. Wunderschön. So, damit haben wir schon mal einen Großteil erledigt und schön, damit lebt nur noch einer und der letzte. Der ist ein bisschen interessant. Der Militär, der. Oh. Okay, das ist. Das müsste eigentlich ein anderer sein. Wunderschön. Ah ne, es lebt noch einer, okay. Mein Trick für euch, wenn ihr hier seid. Ja, hier oben könnt ihr rumlaufen und einen kleinen Hinterhalt starten, denn wenn ihr es schlecht tut, dann. Ja. Dann basteln die Militärs einen Hinterhalt und das war ein unglaublich guter Schuss. So. Denn hier ist der. Ach, das war ein Sergeant und das andere sind Leutnants. Okay. Da weiß ich leider nicht, wie die Dienstgrade sind, deshalb kann ich schlecht sagen, war das wirklich deren Oberhaupt oder war es, ja, normaler, weil. Warum sollte der Sergeant weniger gut gepanzert sein im Vergleich zu den anderen Militärs? Das erschließt sich mir nicht. So. Und bevor wir jetzt hier rausgehen und was auslösen, würde ich gerne die ganzen Obukans hier entladen. So, die können wir auch wegschmeißen. Den ganzen Krempel werde ich eh nicht wegbringen können oder ich habe keinen Bock, den wegzubringen, denn er lohnt sich überhaupt nicht. So, wenn wir jetzt einen Schritt nach draußen tun, dann noch nicht, okay. Dann kommt jetzt der Helikopter. Und ich schieße natürlich gleich auf ihn, denn er verschießt, glaube ich, Panzerfäuste. Also im Spiel sind es Panzerfäuste, aber in der Wirklichkeit wären es natürlich Suni-Raketen oder sowas in die Richtung. Und hier hätten wir unser Fluchtfahrzeug, was wir benutzen könnten, aber das Fluchtfahrzeug verwenden wir nicht, sondern wir, ja, verstauen erstmal unseren ganzen Krempel in unserem Elektroauto da hinten. Und da kommt nochmal der brennende Helikopter für einen letzten Auftritt. Auf Sicherheit gebe ich einfach nochmal ein paar Schüsse ab, für den Fall, dass das alles nur Show wäre, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist das keine Show mehr. So. Dann würde ich ganz gerne mal die ganzen Krempel hier verstauen. Und dann können wir auch noch gleich was Lustiges ausprobieren. Was hoffentlich lustig wird. Ich habe es noch nicht probiert. So. Wir. Ach komm, wir behalten mal den alten Anzug an. Den verstauen wir. Ja, jetzt packe ich erstmal den ganzen Krempel hier in die Kiste. Im Hintergrund könnt ihr noch ein paar Schüsse hören. Die müssen von Militärs gegen Banditen sein oder umgekehrt. Dort, wo Burrow sich versteckt hat in der letzten, vorletzten Folge müsste das sein.
Es sind jetzt auch die Militärs. Ich habe keine Ahnung, was die wollten. Wahrscheinlich den Code von Burrow, der aber jetzt schon tot ist, weshalb ihr ganzer Plan, ja, nichtig ist, würde ich mal so sagen. Und ja, dorthin, da wird man in der nächsten Folge gehen, in der ich dann die ganzen Verstecke abklappere. Und Verstecke waren es. Eine Sidequest werden wir noch nachgehen, die optional ist. Und ja, wir werden noch ein paar Leute töten, die sich uns in den Weg stellen werden. Und bevor wir jetzt erstmal weitergehen, oder sag ich mal, würde ich gerne was ausprobieren, denn da, denn dort hinten, oh, wir können gar nicht sprinten mit der fetten Raketenwerfer, befindet sich ein BTR, würde ich sagen. Aus meiner Battlefield-Zeit müsste das ein BTR sein, der sich hier hinten versteckt und uns den Weg versperrt. Mein Gott, sind das viele Artefakte. So, hier hinten haben wir erstmal. Oh, das sieht ja cool aus. Haha, schöner Anblick. Ja, das BTR müsste gleich aktiv werden, wenn wir uns hier ein bisschen nähern. Ah, nee, das BTR. Ah, genau, da sehen wir es. So, und ja, an dieser Stelle würde ich gerne mal abspeichern. Speichern. 17a. Ihr seht es auch schon, ich habe schon die 18. Folge aufgenommen, aber leider habe ich es verpasst, die Audio aufzunehmen, weshalb ich den ganzen Krempel hier nochmal machen muss. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Chance, mit der Panzerfaust rumzuballern. Und das hat rein gar nichts gebracht. Doch, das hat was gebracht. Das ist interessant. Jetzt schauen wir nochmal, ob es was bringen würde, wenn wir draufballern. Okay, eine Granate gebe ich dem Teil noch. Oh, wir können es wirklich zerstören. Das ist ja okay. Okay, Leute, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir werden die Barrikade zerstören, indem wir hier noch ein paar Granaten mitnehmen und dann hinten noch die Militärs töten. Das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. So, die Panzerfaust können wir hier lassen. So, wie viele Granaten haben wir denn? 5 Stück. Das Problem, ach, wir nehmen erstmal den ganzen Krempel hier mit. Dann können wir nämlich auch einfacher die Kiste hier bedienen. Ja. So. Und einmal die Granaten. Nicht alle. Oh, wir haben hier noch 2 Fock 25 gefunden. Das ist interessant. So. Einmal die Anzüge hier rein und jetzt die ganzen Waffen. Und dann können wir uns wieder da drauf und dran machen, das eine BTR noch zu zerstören. Und ich habe noch keine Idee von welcher Seite. Na, wahrscheinlich von hier hinten. So, erstmal das Licht aus. Granaten auswählen. Und da dreht es schon seinen Turm. Au, au, au. Und da können wir nochmal das BTR in Einsatz sehen. Und ich bin mir unsch. Aua. Ich wollte mich eigentlich hier ranschleichen, aber okay. So, jetzt probieren wir mal mit einer ersten Granate, ob das hier so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, nicht ganz. So, vielleicht, nee, die war zu. Die war viel zu kurz. Okay, erstmal ein Verband und dann probieren wir jetzt nochmal dran und wenn nicht, dann brechen wir einfach alles ab hier. So, was macht ihr? Wild durch die Kante ballern, das gefällt mir. Na gut, ich glaube, an dieser Stelle lassen wir es. Obwohl, eine Granate, die letzte Granate, wenn die trifft, dann wird das BTR zwar noch nicht zerstört sein, aber ja, keine Ahnung, was wir damit erreichen können. Wir schauen mal. Ja, die hat sichtlich getroffen, aber ja, wahrscheinlich hat nur die Panzerfaust ordentlich Schaden gemacht und der Rest war plem, plem. Plänke, plänke. So, ich glaube, an dieser Stelle
würde ich die Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir dann die ganzen Verstecke hier aufsuchen. Jetzt muss ich aufpassen, dass mir in meiner Abmoderation niemand in die Quere kommt von den Banditen. Genau, in der nächsten Folge gibt es die Artefakte, die eine Sidequest und die Verstecke hier noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal, euer Lantet.